Michael Jung, eigentlich gelernter Schreiner, danach Architekturstudium in Gießen gemacht, in Gießen aufgewachsen, in Gießen geboren und habe jetzt in Gießen ein Innenarchitektur- und Architekturbüro mit meiner Büropartnerin Yvonne Klemke. Ja, es ist die Arbeit, also definitiv. Ich habe sehr, sehr oft darüber nachgedacht, was ich sonst machen würde, wenn ich nicht Innenarchitektur machen würde. Früher habe ich immer gesagt, ich wäre Steuerberater geworden, weil da gibt es richtig und falsch. Dachte ich zumindest, bevor ich eine eigene Firma gegründet habe. Mittlerweile weiß ich, dass es da auch nicht nur richtig und falsch gibt, sondern unterschiedliche Wege. Aber bei der Innenarchitektur ist das Problem, dass man viel von Geschmack redet und lebt und dass natürlich mein Geschmack nicht unbedingt dein Geschmack sein muss. Deswegen ist man manchmal auch enttäuscht, wenn man denkt, dass man sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, stellt sie dem Kunden mit vor und der ist gar nicht so begeistert davon, weil man einfach viel mehr in dem Thema einfach schon drin ist und dem Kunden manchmal auch einfach Zeit dafür lassen muss. Also wir legen viel Wert darauf, gerade in der Region auch, dass wir mit vielen Handwerkern zusammenarbeiten, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, weil nur der lange mit einem zusammenarbeitet, wird die Qualität immer besser und besser und besser, weil man sich natürlich aufeinander einspielt. Wir haben einen Schreiner, dem muss ich nicht mehr sagen, welchen Radius die Kante haben soll oder dann sagt man einfach nur, ich hätte gerne diesen Vorhang wie bei dem Projekt, dass man einfach aufeinander aufbaut und deswegen das Menschliche ist einfach im Vordergrund. Ich finde gar nicht, dass es die Farbe ist, sondern eher die Materialität, so wie man es zum Beispiel in dem Raum hier auch sieht, einfach die Oberflächenstruktur, also die ganzen Jahre über Hochglanz, viel Weiß, jeder wollte eine weiße, hochglänzende Küche haben und mittlerweile geht der Trend einfach davon zurück. Ich glaube, in der Mode genau das Gleiche, nicht mehr so uniformiert, sondern alles ein bisschen mehr Struktur, mehr Oberfläche und gerade mit dem Licht- und Schattenverhältnis, so wie man es hier auch sieht, dass einfach mehr Tiefe mit drin ist und durch diese Haptik einfach eine andere Oberfläche entsteht und eine andere Stimmung entsteht.